Ein wunderschön. Herzlich willkommen wieder einmal hier zu einer Runde K-Mechanik Simulator und zwar diesmal mit dem Vor-TLC. Ja, ich muss mir das kaufen. Ich fand das cool, weil ich da eine Kiste nämlich besonders geil fand. Die zeige ich euch gleich, quatsche ich nicht lange drum. Und zwar hier, es geht um ein GT40. Ich finde die Kiste optisch sowie technisch zu damaligen Zeitpunkt absolut das Nonplusultra. Und das Ding richten wir uns wieder auf. Dann habe ich hier irgendwo einen, ich glaube, einen Schrott gefunden. Nee, in der Auktion habe ich das geholt. Und jetzt müssen wir das Ding schön wieder zu Glanze erstrahlen lassen. Das machen wir jetzt auch. Und zwar fangen wir jetzt nämlich erstmal an, den einmal zu waschen. Damit wir mal sehen, wie das denn überhaupt aussieht, wenn er mal den ganzen Dreck los ist. Ja, was ist er geworden? Grün ist er geworden. Machen wir gleich den Innenraum mit sauber. Da sind wir dann nämlich mit fertig. Dann brauche ich das nachher nämlich nicht mehr. Wir tunen das Ding. Originalleistung stand ja mit dran. Also alles, was geht, schieben wir in den Ding hier mit drin. So, erstmal müssen wir den dafür aber komplett zerlegen. Ich hoffe mal, ich habe alles verkauft. Jawohl. Können wir uns voll und ganz auf das Ding hier konzentrieren. Wir bauen erstmal die großen Teile ab. Und die packen wir erstmal ganz schnell weg, oder? Warte mal, ist hier noch was dran? Hier ist noch, ja, die Tür kann noch mit raus. Dann haben wir auch eigentlich alles so weit ab, was von der Karosserie gehört. Das ist nicht schlecht. Das schmeißen wir erstmal ins Lager. Und zwar rüber, rüber, rüber. Das können wir uns nachher immer noch wieder vernünftig machen. Jetzt müssen wir erstmal die Technik wieder in Gang bringen. Dazu müssen wir erstmal den Motor ausbasteln. Ich glaube, ich muss das höher lassen und dann nehmen wir den Motor nämlich erstmal raus. Ja, das machen wir jetzt erstmal. Jetzt muss ich wieder 50 Cent Strafe bezahlen. Dafür, dass ich wieder das Öl nicht abgelassen habe. Ich brauche das Geld. Und ich werde ihm nachher noch verkaufen und in der nächsten Folge, wenn ich mal wieder Lust habe, nehmen wir was Schönes hier aus dem Porsche DLC. Und weg mit dir. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich muss jetzt mal die Antriebswellen abbasteln. Da ist mir die Räder ab. Der Ring ist weg. Schrauben wir das erstmal weg. Ja, wie gesagt, viel einsprühen. Das Ding ist aus der Auktion. Es war auch nicht unmengen teuer, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Aber ganz genau weiß ich das auch nicht mehr. Schon letztens, wir sagen einfach letztens, habe ich den schon gekauft gehabt. Dann könnten wir jetzt das Getriebe abbasteln. So, zumindest erstmal den Anlasser ab. Oh, ein Glückdinger. Mensch, besser als gedacht. Gar nicht so viel dran, wenn die Kanerwelle nicht dran ist. Dafür haben wir zwei Antriebswellen. Und natürlich fahren müssen wir den. Das will ich einmal sehen. Ist das ein kompletter Krümmer? Dann versuchen wir den mal mit auszubauen. Also die ganzen Teststrecken wollte ich hier los. Das DLC für das Drag Race habe ich leider noch nicht, aber das wäre dann vielleicht eine Option, sich die mal zu besorgen. So. Oh, haben sie mitgedacht. Sogar von hinten. Gefällt mir. Bastel außerdem. Ich habe doch versucht, den Krümmer abzubauen. Den Auspuff da. Dann geht's halt so. Okay. War dann doch mein Fehler. Dann spannen wir den hier gleich mal ein. Oberstelle benutzen. Okay. Bisschen nett lackieren. Machen wir alles, was so geht und gucken, was uns da nachher an Geld erwartet, wenn wir den denn fertig haben. Erstmal bauen wir hier ein paar Teilchen aus, die wir vielleicht auch regenerieren können. Die Batterie kann ja schon mal geladen werden. Geht hier natürlich ruckzuck. Dauert normalerweise etwas länger. Dann setzen wir jetzt erstmal die Karosserie in Stand. Dann sieht er nämlich schon mal ein bisschen schöner aus, der Kollege. Und guck, oh. Schön sieht's aus, schön. Gut, kannst du wieder weg. Haben wir hier noch geschweißt. Dann Motor, das Beste lassen wir natürlich zum Schluss. Dann bauen wir mal die Teile von der Vorderachse aus. Versuchen die erstmal instand zu setzen. Wenn ich jetzt richtig liege, habe ich hier eigentlich alles drinnen.
zu hoffen zumindest. Auch schön. So, hier dürfte eigentlich auch nichts mehr fehlen. Das gefällt mir. So, Vorderachse haben wir schon mal fertig. Das wird auch ein relativer Durchmarsch. Jetzt muss ich hier erstmal die ganzen Flüssigkeiten ablassen. Müssen wir das eigentlich jetzt auch ausgebaut kriegen? Na, hier will ich hin. Weg. Dann machen wir uns gleich an den Kühler ran. Kann auch mit raus. Ich bin gespannt, ob wir davon irgendwas regenerieren können. Ey, das Getriebe nicht. Das besorgen wir uns nachher anders. Dann nehmen wir ein Tuning-Getriebe. Ja, Auffüllen der Flüssigkeiten, das machen wir später. So weit, so gut. Dann wäre hier jetzt alles drin. Wie? Okay, ich denke mal, muss das Auto für hochfahren, dass wir die Tanks da rauskriegen. Weil die müssten ja... Das geht so aus. Dann so eine Art, da ist die Pumpe, okay. Die hätte ich gesucht. Raus. Pumpe brauchen wir nachher auch nicht mehr. Sieht ja aus wie vorn. Gut. Tanks können rein, die hatte ich schon. Haben wir echt schon die meisten Teile hier durchgebastelt. Das Ding ist auch drin. Krass. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal gleich. Nee, geht eben nicht. Wir machen erst den Motor und dann nachher die Karosserieteile. Geht leider nicht anders. Ja, herzlich willkommen beim Motor.
Gut. Dann? Nein. Hallo. Wo ist er denn jetzt auch? Mensch. Nein. Warum wir den nochmal aussehen? Da, genau. Schnell losrennen damit. Den Wagenheber geholt. Zu Platz 1. Und rein mit der Motor. Vielen Dank für die freundlichste Unterstützung. Oh, das Getriebe. Hab ich schon eingetrieben? Ich glaube nicht. Das besorgen wir uns noch schnell. Einmal das Getriebe gekauft. Ich habe den Teil, dann nehme ich der Endschalldämpfer. Cool. Kann ich hier dran? Oh nein, muss ich hochfahren. Dann fahre ich ihn natürlich hoch, damit wir da auch rankommen. Ja, los. Jawohl, das sieht doch traumhaft aus. Traumhaft. Mir gefällt das. Na komm, da lasse der passt doch wunderbar. Nein. Jetzt. So, super. So, nochmal den Auspuff oben drauf. Ach, die muss ich wieder von oben machen. Okay, ich hab's wieder. Dann runter mit Jo. Halt. Eigentlich habe ich jetzt alles. Dann Flüssigkeiten auffüllen. So, das ist doch schick geworden. Die Karosserieteile. Keine passenden, war mir ja klar. Aber ich hatte, glaube ich, noch was im Petto. Ich will nur einmal kurz gucken. Nein, natürlich. Gibt nur für die originalen Autos, gibt es die jungen Teile. Jetzt holen wir uns die Karosserieteile aus dem Lager. Ja, viel war es ja nicht, aber besser als nichts. Das haben wir. Ist das schön. Da fehlen auch bestimmt noch auf den Sachen, aber haben wir wieder alles zusammen. Können wir ihn schon mal zusammenschubsen, die Montage. Das brauchen wir neu. Und das Lenkrad. Das muss auch gleich mit neu. Können wir nicht das alte Gelumpe drin lassen. Egal, wir bauen das Ding jetzt ordentlich zusammen. Montage, Innenausstattung. Super. Deswegen sind wir noch hier. Sehr schicke Sitze. Okay. Mensch, lass mich das doch mal wieder vernünftig zusammenbauen hier. Der ist original grün gewesen. Grün möchte ich ihn aber nicht haben. Der soll schon in dem schönen Blau daherkommen. Das soll ja unmöglich sein. Bis auf noch mördermäßige Felgen. Ah doch, die Tröten sieht man. Na gut. Dann sieht man die halt. Die haben wir wieder vergessen hier. Dann nehme ich immer irgendwelche, weil das relativ egal ist. Dazu irgendwas dran hat. Türchen noch mit drin. Und dann fahren wir ihn nachher schön. Ne, noch nicht mal gehen. Ist hier nicht noch irgendwo ein Nummernschild dran? Nein, muss nicht. Alter, nicht. Fällt das halt nach hinten. Ja, meine Freunde, jetzt geht's an das Thema Felgen. Da müssen wir nochmal was Schönes machen. Uns da drauf basteln. Muss mir erstmal für eine Optik hier entscheiden. Ich mag ja nochmal die 5 Speichenfelgen, so was
So, finde ich ja wieder schick. Ich gehe jetzt natürlich AMG-Felgen ran. Bau werde ich wohl, denke ich mal, erschlagen. Ja, dann nehmen wir die gleichen Felgen, die ich mir aussuche, aber da ist ja nun mal leider Gottes. Wollen wir Retro-Felgen in extra Beruf nehmen? Ach komm, ich finde die immer cool. Da haben wir die auch schwarz. So, hinten. Da müssen wir durchgehen, ne? Aha. Probier erstmal eine so auf 20 Zoll. Nehmen wir erstmal ein Allwetterreifen. Soll für 20 Zoll sein. Bäume hinten 285er drauf. Reicht mir das? Ja, Querschnitt Prinzip. Ach, wir gucken mal, wie das überhaupt ausschaut. Wenn nicht, müssen wir nochmal eine andere Felge kaufen. Mein Tief ist die Felge her. Kann ja sein, dass das Ding dann wieder raussteht ohne Ende. Müssen wir mal gucken, das müssen wir uns mal genau ansehen. Und danach entscheiden wir dann. Das ist dann das Einzige, was an dem Auto dann halt nicht original wäre. Okay. Boah, da hat doch schon ganz schöne Dinger drauf gehabt. Also einmal gucken, wenn ich nehme die noch weiter. Das ist ja lächerlich. Da kann ich ja. Oh. Mal hier. Alter, Alter. Ne, ne, ne. Da, das müssen wir noch einmal anders machen. So, Freunde, ich bin der Meinung, das sieht eigentlich ganz neckisch aus. Oder Knorke, oder wie auch immer der Jugendbegriff heutzutage ist. Ich weiß, es ist nicht einer davon. Aber egal. Wir bringen ihn erstmal in die Lackierbude. Dass wir uns da mal eine schöne Farbe aussuchen können. Können wir ihn einmal optisch betrachten. Na komm, so scheiße sieht er nicht aus. Also, mir gefällt's. Muss ich leider sagen, das ist ja auch das Wichtigste. Wir gucken mal, was wir hier so. Perleffekt. Okay. Aber früher waren die mal blau. Da geht es nämlich schon wieder los. Perleffekt. Dann doch kein Perleffekt. Dann doch immer leicht Metallic. Oder ne, Chrom gab es da noch. Chrom. Flipflop. Mattflipflop. Glanz. Ich wäre für Chrom. So einen schönen. Ist ja mehr so lila. Ich hatte so an Blau gedacht. Kann man hallo? Kann ich so nochmal. Naja. Ach, nee.
so eher so ein Blau. Eher so ein Blau? Naja, ich denke mal, das sieht ganz cool aus. Originalfarben lassen auch zu wünschen übrig. Metallgehalt. Hauheit. Wunderschön. Glänzend. Seidig glänzend, kenne ich noch irgendwoher. Design? Was für ein Design noch? Eins? Oh ja. Oh, das sieht schon. Ja, mir gefällt das. Es gibt es noch irgendwas. Na gut, dann werden die in einer anderen Farbe. Nein. Wir bleiben bei den Farbton. Sieht eigentlich cool aus. Kann ich hier noch? Ne, er nennt immer nur meinen Farbton. Das wollte ich ja gar nicht. Glanz, Uni, Metallic, Perfekt. Nein, wir waren bei Chrom. Ja, also, ich muss sagen, mir gefällt das so. Hat klein modernen Touch. Wir lackieren die Kiste so. Soll ja auch ein bisschen schnick aussehen. Ja, nur übertreib nicht. So, also in echt würde ich ihn nehmen. Da hätte ich mich jetzt nicht so. Mit den roten Tüten hinten, dann fällt wenigstens auf. Und Ansaugträgern. Gut, Felgen hätte man lackieren können, aber. Naja. Man sollte es mir nicht übel nehmen. Dann bewegen wir uns jetzt mal zu dem Motorenprüfstand. Gucken jetzt einmal, was die Kiste original hat. 335 PS. Ist natürlich auch in dem Spiel nichts übertrieben mit Tuningleistung. Also wenn wir so 340 rauskriegen. Ja, wir gucken mal. Das hören wir uns jetzt mal an. Der Sound ist jetzt nicht so geil, ne? Doch, er wurde besser. 541 PS, okay. Track Index. Das probieren wir nachher. Ich habe noch nie das DLC benutzt. Gut, hat mir gefallen. Kann ich jetzt auch noch wenigstens einmal selber hier den Motor mal. Geh mal rein da. Einmal anschmeißen hier. Standgas hört sich aber auch ein bisschen eigenartig an. Na gut. Okay, belassen wir es dabei. Das machen wir danach. Ich muss erst einmal wenigstens mal fahren mit dem Ding. Ich würde sagen, wir nehmen die Rennstrecke. Da versuchen wir das Ding mal einmal drüber zu bewegen. Und auch für die Optik so mal. Ein, zwei Sachen hinzukriegen. Geht das? Hallo? Oh ja. Na komm, schick ist er. Versuchen wir mal so zu fahren. Naja, von der Leistung her. Das ist jetzt nicht das Schlechteste. Oh, schieß hier noch ab mit dem Ding. Also ja. Hat keiner gesehen. Behalten wir alle vor uns, ja? Kostet mich bestimmt auch Geld nachher. Aber rennt du da? Zieht er nach links oder ist er... Wie, der läuft nur 200 km/h. Warum das denn? Mehr nicht? Ich weiß jetzt nicht, konnte man nicht auch... Entschuldigung, mal vielleicht. Irgendwo hier noch Scheinwerfer und so ein Kram einstellen? Das müssen wir nachher nochmal gucken. Aber da das Ding nur 200 läuft... Na, da wäre ich doch gegen gedonnert sonst. Okay, die Reifen halten ganz schön fest. Gut, belassen wir es mal dabei. Halt, gab es hier nicht noch eine andere Kameraperspektive? Ging das nicht hoch? Nö, geht nicht. Das ist, weil die Reifen so dolle kleben. Oh, jetzt geht's. Okay, jetzt geht's.
Also die Reifen halten echt gut fest. Gut. Okay. Ich denke mal, das sollte reichen. Zurück zur Werkstatt. Ich muss mal gucken, ob ich da jetzt irgendwas kaputt gefahren habe oder nicht. Das wäre natürlich schade. Ach nee. Los hier. Ladezeit. Ich könnte verzinken, aber ich lasse es. Sonst platzen euch die Boxen. So, jetzt müssen wir einmal noch mal ganz kurz gucken. Irgendwo war doch hier noch so ein oller Stand. Ich gucke mal, ob noch zumindest noch alles heil ist hier. Aber ob ich schon verbockt habe. Nee, hat gar nicht verbockt. So, kann schon was werden. Wir stellen ihn jetzt einmal auf diesen. Ist das Diagnosefahrt? Ich glaube ja. Konnte man hier nicht noch irgendwelche komischen Sachen einstellen? Musste man das nicht sogar? Da, um die Spur einzustellen, müssen alle Abwechslungen eliminiert werden. Alles klar, auf was soll ich denn? Auf null. Okay, das ist ja einfach. Seht ihr, deshalb zieht die Karre nämlich auch nach links. Und hat er ziemlich doll nach links gezogen. Ja. Na, ist das nicht fein. Enter, nee, warte. Das hat doch geklappt. Kann ich ja auch mal probieren. Ich kann auch Licht einstellen. Eingestellt. Achso, rechten Scheinwerfer noch. Wenn, wollen wir ja auch ein vernünftiges Auto verkaufen, nicht wahr? Wollen ja hier keine Leute. Die Scheiße. Muss ich jetzt weiter nach rechts? Oder nach links? Mittig. Der rechte Scheinwerfer. Also nur mal so, der rechte Scheinwerfer muss immer leicht in den Graben leuchten, wenn man sich mal das Auto grob einstellen möchte. So, muss ich jetzt noch mal was machen? Nee, da wollen wir nicht auf. Gut, das war ganz lustig. Ich steige erstmal schnell wieder ein. Dann können wir jetzt noch Highspeed-Strecke, glaube ich, das können wir uns klemmen, weil da geht nicht viel. Wir fahren mal ein Drag Race, wie auch immer das funktioniert, aber wir fahren es. Mal gucken. Da bin ich gespannt, wie ein Flitzebogen. Das so läuft, wie ich mir das vorstelle. Also passiert gar nichts. Klasse wählen. Warm-up, teste dein Fahrzeug, Gegner anpassen. Klasse wählen, Rennen bis zu Rennen. Eine Runde mit deinem Gegner. Eine Serie von Rennen, weitere Frage, wenn du Preise. Nee, da. Das haut mir immer weg. Wir fahren Viertelmeile. Gegen was fahren wir denn? Hier, das schießt mir hier gleich im Boden. Ja, fahr schneller, mir egal. Ist ja nur zum Üben. Weiß nicht, ob ich hier schalten muss oder ob ich einfach nur vorwärts drücken muss. Okay, muss ich immer tun. Preset. Wenn ich jetzt zurückfahre, ist er. Handbremse, Kupplung halten. Frühstart, okay. Frühstart. Aha. Aber irgendwie muss ich auch schalten höchstwahrscheinlich, ne? Schade. Ich hätte mir das mal angucken sollen, wie. Ach, peinlich. Oh, ne. Entschuldigung. 1, 2, 3 muss wirklich. Okay. War mein Fehler. Also schalten ist ja gar nicht so meins hier. Okay. War jetzt nicht so berauschend, oder? Schafft's in 11 Sekunden. Ach, mal. Nee, warte mal. Doch, da, Viertelmeile. Viertelmeile in 11 Sekunden. Nee, in 9 Sekunden. Es liegt nicht am Auto, es liegt an mir. Sind wir ehrlich. Das liegt einfach an meinen Künsten. Aber einmal müssen wir das noch probieren, damit ich hier mal wenigstens ein bisschen Praxis bekomme, wie das wieder funktioniert. Sehe ich jetzt gar nichts. Doch. Oh, das Schalten ist aber auch grottig, was ich hier mache.
Quietsch. Ja, den kriegen wir nicht. Wir haben auch nur 4 Gänge. Ach, Katastrophe. Na gut. Das war ja ganz lustig. Nächster. Nee, Moment. Viertelmeile. Jetzt gucken wir mal. Klasse wählen, Rente zufällig, Fassungseinstellung. Jawohl. Das, wir sind Klasse A. Klasse A werden wir nicht gewinnen. Das, uha. Ach so, okay, Entschuldigung, zufällige Fahrzeuge, das habe ich wieder nicht begriffen gehabt. Na gut, dann los. Auch schlecht. Sehr schlecht. Das kann ich noch nicht so, das muss ich noch üben. Ich dachte, das wäre mit meinem Auto gewesen. Nee. Achso, geht noch nächster. Nein, schließen. Zurück. Zurück. Eine Runde mit deinem Fahrzeug. Ja, so, ne? Das kenne ich ja schon. Jetzt muss ich wieder gegen den. Ach, Mann. Na egal, wir fahren's nochmal. Und dann können wir das jetzt zur Not abbrechen. Ich sag doch immer von Kupplung, das muss ich nachher nochmal gucken. Nicht, dass ich hier noch mit Kupplung schalten muss oder so. Na, ja, wird alles nicht besser. Haben wir das jetzt gewonnen? Oh, wir haben gewonnen. Jawohl. Das war ja cool. Kann man damit Geld verdienen? Das müssen wir einmal gucken. King of. Klack, klack. Du bist dabei, eine Meisterschaft zu starten. Oh Gottes Willen. Ach, einmal machen wir es. Gegen Porsche, na, das kann ich ja nur verlieren. Nee, doch gegen Porsche Carrera. Ja, hallo. Lasst mich da auch mal. Mal gucken, ob das klappt. So einer steht noch auf der anderen Hebebühne. Den wollte ich mir auch nochmal fertig machen. Dann gucken wir erstmal hier. Jetzt habe ich hier ein bisschen zur Potte kommen. Wir kommen nicht zur Potte. Kann auch daran liegen, weil hätten viel zu dicke Reifen drauf sind. Ach schade, ich hab's verkackt. Ich bin raus. Nö, jetzt brauchen wir nicht mehr. Ja, das weiß ich selber verloren habe. Vielen Dank. Gut, zurück zur Werkstatt muss ich halten, okay. Ja, müssen wir das Ding nach irgendwo mal verkloppen. Oder vielleicht lasse ich ihn doch stehen. Ach, ich weiß nicht. Wir gucken mal. Wir sind eine Runde gefahren, das reicht ja schon mal. Gibt noch was dazu? Ne, ich glaube, das war jetzt alles Track Race. Wenn ich da eine vernünftige Karre hätte und nicht so einen Plunder, weil ich hier zusammengebaut habe, dann wäre das wohl besser gewesen. Nehmen wir mal den Parkplatz 3, genau, das stellen wir mal hin. Aber komm, optisch ist ein Highlight das Ding. Könnt ihr einmal gucken, was es bringen würde. Oh, ich habe ihn für 28 gekauft und könnte ihn für 193 verkaufen. Wird ein paar Mark geben. Kann ich mir ja nochmal überlegen. Gut, ich sag mal, das soll es erstmal für diesen Wagen gewesen sein. Ich werde mich mal um den nächsten kümmern, aber das auch in einer nächsten Folge. Bis dahin, ciao.